So, Potion of Resist Shock. Ah, okay, jetzt bin ich paralysiert. So, jetzt nicht mehr, aber ich muss sowieso die Waffe wechseln. Aua! Oh oh. Das war jetzt echt knapp. Okay, gut. Wir haben Zutaten. Wir haben 387 Gold. Und was ist das? Eine Karte! A freshly drawn map indicates the long lost location of the Ashcroft Graveyard, which you copy down. So, dann wieder meine Gegenstände. Und speichern. Gut, hier ist sonst auch nichts. Hier geht es auch nicht weiter. Dann haben wir jetzt nur noch einen einzigen Weg. Was? Ah, okay. Der Debuff. Gespenst, Skelett. Hinter uns ist auch noch irgendwas. Also jetzt hinter uns nicht, sondern da in dem Raum da hinter uns. Okay, wir haben hier 36 Gold. Das ist Stahl, Eisen, Eisen. Und der hat nichts. Okay. So, hier haben wir 54 Gold. Das hier ist ein religiöser Gegenstand und ein paar Zutaten. Sonst nichts. Dann geht es da vorne weiter. Bringen wir die Skelette zum Schweigen. Ah, okay. Wo ist das andere? Da. Endlich leise. Der hat... Hier ist ja noch irgendwo eins. 81 Gold, was ist denn das? Bandagen. Ich glaube, damit wollte ich mich ursprünglich mal heilen, oder? Wisst ihr noch? Keine Ahnung, wofür die eigentlich da sind. Also hier sollte nicht... Keine Ahnung, wo die... Wo dieses eine Skelettkrieger... Dieser eine Skelettkrieger ist. Hier vielleicht? Ha. Gehe ich hier weiter oder da weiter? Ich glaube, ich möchte aber hier weiter. Nein! Nein! Ich glaube, ich habe es schon länger nicht mehr gespeichert. Den habe ich gespeichert. Der hat nichts mehr. So, hier schnell rein wegen der Karte. Ich glaube, ich muss hier rechts lang, oder? Ja. Töten wir die eben nochmal. So, 36 Gold, Eisen, Eisen, Stahl. Die haben also immer noch dasselbe, obwohl ich sie nochmal neu töten musste. Der Schatz hier hat aber jetzt neue Sachen. Vorher haben wir nämlich kein Blut bekommen. So, dann töten wir noch hier drin. Mist. So, kurz den hier. Ich glaube, da hatten wir auch nichts genommen. Und jetzt du, Ratte. Jetzt ist hier plötzlich eine Ratte zu hören. So, hier muss ich noch zwecks der Karte rein. Was? Okay, die ist irgendwo hier, die Ratte. Über uns oder unter uns? So, jetzt wird gespeichert. Und den Bogen gezückt. Nein, da kommt es schon. Scheiße. Ich wollte gerade im selben Moment, in dem er mich getötet hat, Mist, habe ich das Menü geöffnet.
Oh, toll, ich kann wieder zeichnen. Und ich kann die Buffs umrunden. Geht das bei den Debuffs auch? Ja. Okay. Naja, egal. Dann halt nochmal laden. Nochmal laden, jetzt komm schon. Okay, dann machen wir das, wir machen das und trinken nochmal eine Potion für Schock. Ich habe zum Glück noch eine. Und dann töten wir ihn. Oh oh. Oh. Okay, zum Glück getötet. So, was ist denn das? Keine Ahnung, aber das sind hier Zutaten. 666 Gold, das war der Teufel. Ah, sonst nichts. Doch. Ist das noch unlock? Dann nehme ich jetzt wieder aber meine Normalwaffe her. Halt. Vielleicht nochmal heilen kurz. Nochmal speichern. Da ist die Fledermaus. Ich dachte, es war eine Ratte, aber es war eine Fledermaus. Ein Geist! Der hat nichts, aber da vorne ist ein Schatz. 36 Gold, Skarabäus, noch irgendwas. Und eine Glocke. Ja, egal, nehmen wir mit. Ist hier sonst nichts? Nein. Okay, wieder zurück. Zurück. Dann haben wir jetzt wieder nur noch diesen einen Weg da. So, Schockresistenz ist ausgelaufen. Dann speichern wir doch mal. Also zumindest hinter uns gibt es keinen Geheimgang. Hier ist keiner drin. Okay, dann haben wir jetzt die Wahl links oder rechts? Ich glaube, ich möchte nach links. Und jetzt möchte ich da entlang wieder nach links. Ja, da könnte was dahinter sein. Nö. Einfach nur eine verschlossene Tür. Und da ist nicht mein Schatz drin. Egal, aber wir konnten sie so öffnen. Das heißt, unsere Schlossknacken-Skill hat sich bestimmt erhöht. Okay. Egal, gehen wir da weiter. Auch hier ist wieder nichts. Bin ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Zumindest ein Gegner! Mist! Immer diese ältere Vampire. Aber ich kann auch nicht immer einen Schockresistenztrank benutzen. Das wäre jetzt schon der dritte. Dann in dem Fall. Ich habe vergessen zu speichern wieder mal. So, aber hier, ich hoffe, die Tür öffnet sich jetzt wieder. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt natürlich nicht mehr. Aber es ist immer noch nichts drin. So, und jetzt dann da oben. Nochmal speichern. Und jetzt versuchen wir nochmal den Bogen. Vielleicht klappt es ja, wenn wir hier von der Seite her schießen. Wir müssten den ja eigentlich hier irgendwo treffen. Ha, da ist er. Komm schon, stirb. Ja. Oh nö.
Als Tier? Nein, lass mich in Ruhe! Oh Gott, das ist weg. So, 8 Pfeile, Basiliskenauge, 234 Gold, eine offene Tunika und die Wart der Sänger. Ich glaube nicht, dass wir das schon hatten. Also wird so oder so wird es mitgenommen. Bücher sind ja ein paar hundert Gold wert. Jetzt sollte ich speichern, dass wir den getötet haben. Das ist der nächste Skelettkrieger. So, 27 Gold, eine Blume und was ist das? Ein Stahl-Kurzbogen. Den möchte ich nicht benutzen, damit nicht mitnehmen. Und das war's. Zurück. Wo ist jetzt dieser blöde normale Vampir, den wir töten sollen? Oder die Leiche, die wir finden sollen. Aber ich glaube, es ist wieder ein Vampir. Ich meine, es ist dieselbe Questbeschreibung wie beim letzten Mal. So, gehen wir jetzt diesen Weg. Kein Geheimgang. Okay, was haben wir hier? Ja, cool. Gehen wir hier mal nach oben. Ein Skelett. Das ist echt geil mit dem Backstabbing. Mithril, das nehmen wir natürlich mit. Da wäre einer. Ach komm, erschießen wir ihn. Da. Wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, vielleicht gibt es ja auch ein Backstabbing. Schon. Oh, schade. Dann müssen wir umrüsten. Schon. Komm. Ist das jetzt gerade kaputt gegangen? Mein Katana ist kaputt gegangen. Okay, also wenn mein Katana... Ist es wirklich kaputt? Ist es kaputt? Wenn mein Katana kaputt ist, dann nehme ich jetzt die Axt her. Wie lange hält die noch? Die ist noch... Die ist leicht gebraucht, okay. Dann möchte ich an der Stelle aber auch speichern. Ah, okay, hier ist gar nichts. Was haben wir hier? War hier ein Geheimgang? Nein. Da oben haben wir Skelettkrieger. Irgendwo gibt es noch einen. Oder der hat einfach nur nicht aufgehört zu schreien, obwohl er gestorben ist. Okay, nein. Und hier ein Geheimgang? Nein. Einfach nur eine Sackgasse. Und hier gibt es nur diese Tür. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wieder so eine Falle ist. Ey, schlag mich nicht! So, oh geil, der hat Pfeile. Silber möchte ich jetzt nicht haben. Wie sieht es mit dem aus? 80 Gold, das ist Adamantium, geil! Und das Stahl. Jetzt mal kurz vergleichen. 8 bis 22. 8 bis 2. Ich glaube, Adamantium und Mithril sind wirklich gleichwertig. Ja, das ist schon die zweite oder dritte Waffe, die wir vergleichen können. Und die ist es immer gleich viel. Okay, Schätze haben wir. Geheimgang gibt es ja auch nicht. Dann den Weg zurück. Wo ist denn nur der Vampir? Ich glaube, wir haben auch schon den halben Dungeon fast durch. Zumindest gibt es ja nur noch diesen Bereich. Und auch den haben wir mittlerweile schon ziemlich eingeschränkt. Ich meine, jetzt sind wir hier schon. Ja, jetzt gibt's. Warte mal, da gab es eine Geheimtür.
geht es nach unten. Ich glaube, da möchte ich entlang. Eine Geheimtür. Und eine normale Tür. Und ein Schatz. Was? Ah ja. Okay, das habe ich jetzt nicht weggedrückt. Das ist automatisch weg gewesen. Plus 4. Eine Krone hatten wir auch noch nie als Schatz. Das ist mal geil. Eine richtig neue Abwechslung. Und eine willkommene würde ich auch meinen. Okay, dann möchte ich jetzt hier hoch. Wo geht es da weiter? Noch weiter nach oben. Hier ist ja gar nichts. Okay, dann den Weg zurück. Haben wir jetzt eigentlich immer noch so viel Mana? 175, ja, haben wir. Stimmt, es war ja das andere, das Juwel, glaube ich, oder was auch immer das war. Das wir tragen, das uns die Intelligenz erhöht, oder? Genau, Willenskraft haben wir jetzt nicht mehr erhöht, die ist auf 71, aber egal, wir haben die Intelligenz erhöht. Intelligenz ist wichtig. Okay, hier weiter. Auch hier ist niemand. Ich glaube, ich möchte wieder speichern. Wenn es so weitergeht, können wir bald wieder im ganzen Dungeon überall rasten, wo wir wollen. Wir sollten auch bald demnächst irgendwann mal rasten. Ausdauer geht schon wieder niedrig. Ich höre einen Schlachterfisch, also wir kommen nahe dem Wasserlevel. Der hat uns keinen Dieber verpasst. Wir haben ihn getötet, bevor er uns bezaubern konnte. Geil. Okay, ich höre hier Vampire. Ich weiß nicht, ob es der Vampir ist, den wir suchen, aber... Oder wieder ein älterer! Ihr paralyzed, na toll. In dem Fall muss ich jetzt natürlich erstmal einen Schocktrank nehmen. Gerade rechtzeitig. Nein. So, wenn der mich zweimal trifft, bin ich tot. Immer noch nicht. Jetzt. Komm, stirb! Oh Gott. Okay, das nehmen wir mit. Was ist das? Eisentanto. Will ich nicht.